Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Tiny. Ja, es gibt mal wieder eine neue Folge der Azeroth News. Wir befinden uns aktuell in der KW20, also die Woche geht vom 19.05. bis 25.05. Und ja, wir starten natürlich gleich wieder mit der Schatzkammer, wo wir als erstes reingucken. Oh, sie spawnt erst langsam, okay. Gut, dann gucken wir mal, ob uns heute was Cooles wieder gegönnt ist. So, es müssen ein paar Items sein. Oh, interessant, wir haben eine Schildhand, wo wir die Vorlage noch nicht haben. Wir haben nochmal ein Schmuckteil. Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Ist aber nicht schon auf den Rang? Ja. Rang, RIP brauchen wir also nicht. Oha, ein Tempo-Vielseitigkeitsring mit Vermeidung drauf. Das hört sich nicht schlecht an. Ja, den werden wir auch nehmen. So. Und damit haben wir die Schatzkammer für diese Woche und ja, als Weekly Quest gibt es Haustier-Champion, wo wir 5 Haustier-Kämpfe über den Groupfinder absolvieren müssen. Haustiere müssen auf Stufe 25 sein, fällt also für mich diese Woche definitiv flach. als Nebenbei-Erwähnung auf jeden Fall, weil wir es bei den anderen Events auch mal machen, wir haben Zeichen der Pfote als Buff aktiv. Wo wir 200% mehr Erfahrung aus Haustierkämpfen bekommen. Also wer da so ein bisschen seine Pokémon leveln will, kann das diese Woche auf jeden Fall machen. Das lohnt sich. Dann haben wir auch diese Woche natürlich wieder aktiv unsere 1000 Anima-Quests sowie unsere 20 Seelen, die wir wieder diese Woche sammeln müssen. Wenn ihr noch nicht die maximale Ruhmstufe habt, blende ich euch natürlich wieder mit ein, wie viel wir dann sammeln müssen. Und ja, für die Leute, die den Anwalt angehört, vergesst nicht die Quest hier oben beim Konservatorium. Ja, das lohnt sich natürlich auch, die gleich mitzunehmen. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch als nächstes mal zu den Mythisch Plus-Affixen diese Woche. Ja, diese Woche aktiv haben wir dann auf jeden Fall Tyrannisch. Es ist leider wieder Bosse, oder die Bosse sind wieder verstärkt. Wir haben Wüten mit am Start. Beamt ist wieder mit dabei. Ja, klar finde ich, ist jetzt nicht so anstrengend. Und der Zähne-Affix Stolz, den wir auch noch auf jeden Fall ein bisschen mit am Start haben. Oder noch ein bisschen länger mit am Start haben. Ihr wisst, was ich meine. Und bei den Tapferkeitspunkten sind wir bei einem Cap angekommen von 12.500 mittlerweile. Ja, auch diese Woche der gute Valinor wieder aktiv. Den guten finden wir wieder oben in der Bastion, wo wir diese Woche vorbeischauen können, für das gute Anima. Ja, schauen wir noch fix im Schlund vorbei, wo der gute Venari wieder seine 3 Quests am Start hat, wo mir gerade auffällt, ich habe letzte Woche gar keine davon gemacht, glaube ich. Verdammt. Egal, diese Woche machen wir sie wieder. Kappa. ebenfalls aktiv, Kerkermeister wieder und dann bis Samstag 20 Uhr haben wir wieder den Schemenhund, wo wir nochmal, vielleicht die Chance auf das Mount haben. Und ab Samstag 20 Uhr kommen dann die Seelenfressern, die wir dann noch erledigen können. Und dann gucken wir natürlich gleich noch in Torghast rein, was da aktiv ist. Und hier haben wir diese Woche Mordregar und die oberen Ebenen, wo wir rein können, um gegebenenfalls noch einen Lecce abzustauben. Kommen wir fix zu den Dungeon Quests, die wir diese Woche am Spissel haben. Und zwar ist das einmal Spitzen des Aufstiegs sowie Theater der Schmerzen. Selber nochmal angeklickt. Wo wir diese Woche ein bisschen Anima und Ruf, Bonusruf noch mitnehmen können. Und zu guter Schluss kommen wir noch zu den PvP-Quests, die wir diese Woche haben. Und zwar ist das einmal Ehre in Arena gewinnen, sowie einmal auf zufälligen Schlachtfeldern, wo wir diese Woche rein können. Und dann ist für die Allianz diese Woche auch Ungleichgewicht der Kräfte aktiv, wo wir 25 Hortler killen müssen. Wo es dann nochmal Anima sowie ein bisschen Ehre bzw. Eroberungspunkte denn für uns nochmal gibt. Kommen wir noch zu den restlichen Themen für diese Woche. Ja, auch leider diese Woche gibt es nicht wieder sehr viel. Ein paar kleinere Themen, die wir noch kurz ansprechen, aber nichts Weltbewegendes. Leider. In Retail ist tatsächlich nicht viel los. Alle warten sehnsüchtig auf Patch 9.1. Und diesbezüglich gab es nochmal eine kleine Info, und zwar nicht direkt zu 9.1, sondern mehr oder weniger generell zu Shadowlands. Es wird nämlich kein Zwischenraid diesmal geben. Das hat ja mit Legion, glaube ich, angefangen. Was? Legion? Ich glaube ja. Legion gab es den ersten Zwischenraid, der etwas kleiner war.
wo es dann den Erfolg zu holen gab, gegen Heya war es, glaube ich. Genau. Genau, wo man das Ganze machen konnte. War eigentlich an sich ein ganz cooler Raid. Im BFA hat man das Ganze auch gemacht. Den fand ich nicht so cool, den Raid, muss ich sagen. Der hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Fand ich den Legion auf jeden Fall geiler. Und ja, jetzt in Shadowlands wird es definitiv keinen geben. Da gab es nämlich ein Interview, wo das auf jeden Fall bestätigt wurde, dass es ja in Shadowlands auf jeden Fall keinen gibt. Allerdings hat man auch gleichzeitig dazu erwähnt, dass man auf jeden Fall ja für das Thema auf jeden Fall noch offen ist, dass es bezüglich der, dies ja in den nächsten Add-ons auf jeden Fall bestimmt noch mal was geben wird. Ja, wir sind tatsächlich mal wieder vor dem großen Portal in Burning Crusade. Warum? Ganz klar, gestern ist der Pre-Patch gestartet. Ja, gestern, der 19.05. war es genau, ist der Pre-Patch auf den Classic-Servern gestartet. Das hat sich jetzt da so ein bisschen geteilt. Ich werde mir das heute oder jetzt am Wochenende auf jeden Fall auch mal anschauen. Ja, und auch mal in den Pre-Patch reinschnuppern und mal gucken, was da so ein bisschen abgeht. In Retail ist ja aktuell nicht so viel los. Deswegen, ja, habe ich mir gedacht, nutz mal die Chance und gucken da auch mal ein bisschen rein. Wer also Bock hat, da mit mir ein bisschen, ja, sich das Ganze mal anzuschauen, gern am Wochenende bei mir im Stream mit reinschauen. Twitch.tv/tinytv, da werde ich auf jeden Fall am Stissel sein. Ansonsten gibt es erstmal nicht so viel zu sagen. Der Pre-Patch ist halt gestartet, das kann jetzt losgehen. Ja, gucken wir uns das Ganze denn am Wochenende gemeinsam gerne an. Des Weiteren noch ein weiteres Thema zu Burning Crusade. Und zwar, ja, nun ist es offiziell, man kann sich jetzt im Shop die Deluxe-Version kaufen. Es gibt tatsächlich zwei verschiedene Versionen. Einmal die komplette Deluxe-Version und einmal Pass zum dunklen Portal. Wir gucken mal kurz rein, wo die sich unterscheiden. Es gibt bei dem Pass zum dunklen Portal, was 40 Euro kostet, bekommt ihr eine Charakteraufwertung, die Fähigkeit unerfahrenes Reiten, passende Ausrüstung, ein bisschen Gold, Waffen für den aufgewerteten... Ach nee, Waffen... Waffenfertigkeitswerte, uiuiui, Skill Points, Digga. Ja, das gibt's für den kleinen Pass, Pass zum dunklen Portal. Und dann gibt es noch die Deluxe-Variante, die jetzt für 64,99 hier tatsächlich mir angepriesen wird. Ich dachte eigentlich immer, die sollte 70 kosten. Naja, 5 Euro nochmal gespart. Auch da erhalten wir das schon eben genannte, plus dann nochmal 30 Tage Spielzeit obendrauf. Die beiden Mounts, einmal die für die Retail-Version und einmal für die Classic-Version. Und dann die beiden Spielzeuge, beziehungsweise das eine Spielzeug, wo man halt diesen Pfad da hat, diesen komischen hinter sich her, und dann halt den Ruhestein in Form des dunklen Portals. Ja, die sind jetzt verfügbar, die kann man sich holen. Ich weiß noch nicht, ob es mir das tatsächlich wert ist, so viel Geld dafür auszugeben, für das Mount. Wobei, auf der anderen Seite, für 40 Euro nur die Charakteraufwertung, da kann man, glaube ich, auch noch das bisschen draufpacken, um die Bonussachen auch noch mitzunehmen. Ja, wie ist da eure Meinung? Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Werdet ihr überhaupt Burning Crusade Classic spielen? Werdet ihr auch mal reingucken? Ich werde es, wie gesagt, auf jeden Fall jetzt am Wochenende halt machen. Ich werde aber definitiv nicht aktiv spielen. Wir gucken einfach nur mal entspannt rein, leveln ein bisschen, haben ein bisschen Spaß. Aber so richtig aktiv werde ich es nicht zocken. Da werde ich definitiv ja, in Retail bleiben. Und hier weiter zocken. Ja, definitiv. Selbst wenn Patch 9.1 nicht so hyped wird, ich glaube, Classic wird mich nicht kriegen. Ja, dann soll es das zu dem Video gewesen sein. Machen wir es nicht länger, als es sein muss. Ich danke euch fürs Reinschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gern auf den Like-Button drücken. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, gern unten damit in die Kommentare. Ansonsten drückt auch gerne mal auf Abonnieren. Würdet ihr mich mega mit supporten. Bis dahin, macht's gut. Haut rein.